wir machen weiter bei... Huch, ich kann nichts drücken. Hallo? Ich kann nichts... Wieso? Nein, was habe ich jetzt gedrückt? Ah, was ist das? Nein, gib wieder... Ich will... Gib mir meinen Bildschirm zurück. Hey Leute, wie geht's euch so? Wir nein, ich will meinen richtigen Bildschirm. Was ist denn das jetzt hier? Danke. Holy shit. Jetzt, jetzt ist mein ganzer Desktop verschoben. Nein, was ist passiert? Ja, dafür kann ich wieder schwimmen. Na gut. Oh nein, was ist denn die... Ah, was habe ich gemacht? Moment, ich muss hier ganz... Oh, ja. Oh scheiße. Ja, geil, jetzt sind die Symbole überall woanders. Ja. Hat das maximiert? Ich weiß nicht, er hat plötzlich so ein... Plötzlich hatte ich so eine halben... Also der ganze Desktop war plötzlich nur noch auf der halben Seite und die andere halbe Seite war anscheinend ein anderer Bildschirm, den man da hätte jetzt noch anfügen können oder sowas. Okay. Das wollte ich nicht. Ich hasse dich, Windows 8. Hast eine Kombination vor der Wind. Toll, aber ich kann wieder schwimmen, hurra. Das letzte Mal haben wir herausgefunden, dass ich mit Feder in das Level gehen sollte. Eine Feder hier zu organisieren dürfte ja nicht so schwierig sein. Und dann wurde mir in der Pause was gezwitschert. Was ich mit der Feder denn tun könnte. Du hast ja schon mit fremden Federn schmücken. Das habe ich mitbekommen. Irgendwas mit fremden. Nein, ich habe zu Saal gesagt, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, weil er mir halt verraten hat, wie es jetzt hier weitergeht. Und ich dann gedacht habe, ich kann jetzt nicht so tun, als ob ich das jetzt selbst rausgefunden hätte. In Wirklichkeit hat Con es selber rausgefunden, möchte aber nicht zugeben, dass er heimlich doch in die Fremde ist. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich würde, Alter, wenn ich selber was rausfinde, wäre ich so stolz, das würde ich sofort natürlich. Ich würde. Ja, wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Wir können mal die Zuschauer fragen, ob die denken, ob Conan das selber rausfindet oder ob er nur so tut, als ob er es nicht können würde. Da wäre ich nie drauf gekommen. Können wir jetzt Hashtag Aber ich fand es halt nur ein wenig ungünstig, dass es mir in der Pause gesagt wurde, aber gut. Naja, es wurde dir in der Pause von deinem qualitativ hochwertigen Gehirn gesagt. Ja. Das qualitativ hochwertige Gehirn mit dem Nickname Sariel. Schreibst du auch mein Staatsexamen bitte für mich? Wenn du durchfallen willst. Das könnte ich machen, wenn ich in der Nähe von Bayreuth wäre. Qualitativ würdest du es wohl hinkriegen. Du musst nur so ein bisschen Reihenkonvergenz zeigen und Stetigkeit. Und kannst dir ja Fotos machen. Es wäre auch ganz gut, die Taylor-Reihe zu kennen. Und das Taylor-Polynom. Und du solltest Matrizen umformen können. Ja, das ist ja alles kein Problem, wenn man es kann. Gut. Dann schreibst du mein Staatsexamen. Dann machst du ein Foto von deinem Examen, schickst das Sari, dann wartest, bis er es dir gelöst zurückschickt. Ne? Du musst dich treffen lassen. Ohne auch zu springen. Ach so. Das hätte ich nicht erwartet. Bleib halt hier, ich muss dich eh gleich nochmal. So. 3 Jahre später. Aua. Ja gut, aber jetzt ist dann das Level clear. Das heißt, alles, worum es ging, war... Ja, halt das mit der Feder. Das richtige Item am richtigen Yoshi zu verwenden. Genau. Jetzt kannst du es so machen, wie du es damals gemacht hast, und dann bist du durch mit dem Level. Ei. Wenn man es denn einmal weiß. Das ist das Schöne am Puzzle-Levels. Wenn man es einmal weiß, ist es immer einfach. Außer die Brüssel-Levels sind von Sariel, weil man dann wieder ganz besteuert scrollen muss. Nein, stopp! Coins! Coins? Ah, Gott sei Dank. Ja, das ist nicht so gut. Wieso? Du kriegst keine Zeit, wenn du es gerade so machst. Du brauchst 10 Mützen. Ja, ja. Ach so, ich sehe, was du machen willst. Okay, doch, alles dann, okay. Alles okay. Die fahren dann halt da unten rum und nicht da oben. Na dann spulen wir vor.
damit es hier ein bisschen vorwärts geht. Bist du ungeduldig? Huch. Ich will doch nur einen Mann. Danke. Aber ich brauch doch überhaupt nicht. Ich kann doch einfach hier. So. Ja, ich hab das gemacht. Oh, bitte nicht. Dreh um. Rechtzeitig. Ich hab das gemacht. Ich hab das gemacht, damit sich die Mario-Spieler freuen können. Über ganz viele Münzen. Die fahrende Münze hier unten aus den Augen verlieren. Und dann ach so. Ach komm. Ich bin schneller als die Münze, ne? Scheiße. Aber nur ganz wenig. Ja, aber dann kann ich nicht vorspulen, weil dann scroll ich sie auf. Ah, so wär's gegangen. Lieber nicht. Seit wann spielst du denn eigentlich immer so vorsichtig? Seit immer. Huch. Und wieso sagst du eigentlich in Chosen's Level immer, ich versuche mal die richtige Lösung zu machen, und in Sariets Leveln sagst du immer, ach ja, lass mal breaken. Ich versuche immer zu breaken. Naja, wenn das mein Level wäre, hättest du vorhin bestimmt versucht, den kleinen Yoshi durch die Wand zu glitschen. Na, das haben wir schon gesehen, dass das geklappt hätte. Insofern war mir das dann... Ja, aber groß gekriegt hätte ich ihn ja trotzdem nicht so. Oder? Ich wüsste nicht wie. Du hättest den Pilz jetzt essen können, den du jetzt als Mario hast. Also gegessen hast. So wäre es vielleicht noch irgendwie gegangen. Hättest du den großen Yoshi wieder mitnehmen können und dich dann hier treffen lassen, dann wäre das große Yoshi unten und dann wäre es auch gegangen. Ja. Ja. Aber dann müsste ich ja erstmal. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Das wäre sogar tatsächlich gegangen. Denn der Pilz hier bleibt am Leben, das heißt, ich kriege Yoshi auch wieder zurück. Yep. Aber wir brauchen ihn nicht zu glitschen. Nein, aber da hat es mir gereicht, einfach nur zu zeigen, dass Yoshi in die Wand geglitscht werden kann und dann kommt man da einfach direkt durch. Zumal es eh keine Absicht war. Wie alles, wenn ich glitsche und breake. Ist nie Absicht. Ach, Yoshi! Yoshi! Jetzt. Dann ist das Lösen von Inferi-Level auch keine Absicht von dir. Krieg ich das hin mit Spulen? Ach komm schon. In der Zeit, wo du vorspulst, hättest du auch einmal normal warten können. Ja. Leider war. So. Dann kannst du jetzt gleich noch das andere doofe Wasserlevel machen. Nein. Ich komm nicht ran. Schaffst du bestimmt in dieser Aufnahme. Ich glaube fast schon fest an dich. Das klingt so ironisch. Was für ein anderes Wasserlevel? Woran das nur liegen mag. Da ist doch gar kein Wasserlevel. Oh nein, da ist ein Wasser. Och, geh weg mit Wasserleveln. Lively Fire. Oder Lively Fire. In den Lively wahrscheinlich. Okay, wir gehen übrigens, das mal lesen. Du kannst das Level sehr schnell lösen. Theoretisch. Wir so gehen ganz das mal lesen. Bisschen. Ja. Wird Conan getriggert. Ja, das sieht. Da pass auf. Ja. A Dinoino just moves in a direction if it touched some kind of ground before. If not, it falls vertically. What? A Dinoino just moves in a direction if it touched. Okay. Meinetwegen. Ja, du kannst das Level sehr schnell lösen. Ja. Ich habe das Level gebaut und ich habe wieder Mist gebaut. Ich verstehe noch nicht wie, aber... Ich verstehe wie und es ist sehr, sehr offensichtlich und sehr, sehr miserabel. Oh ja, ich glaube, jetzt verstehe ich auch wie. Nee, das nicht. Ich sehe auch gerade, was du neulich geändert hast und was zum Break bringen kann. Okay, er sieht's doch. Oh. Oder doch nicht? Haha. Das war alles geplant. Okay. Weil du über dem Wasserlevel bist jetzt. Also du bist außerhalb des Screens und deswegen zählt es wahrscheinlich nicht. Seltsamerweise wird in Feri-Leveln, in Feri-Leveln, das Ziel trotzdem eingesammelt. Ich wollte gerade sagen, das war doch genau der gleiche Punkt wie in Danis Level. Ja, das liegt euch daran, dass... Ja, ich weiß auch, woran das liegt. Ich glaube es zumindest zu wissen und es ist
ja, wenn man es weiß, dann ist es lustig. Also es liegt daran, dass wir das Level ganz oben gebaut haben. Ach so, ihr habt es ganz oben gebaut. Das heißt, hier ist tatsächlich die Screen-Grenze. Genau. Ja, damit du nicht unterm Level her schwimmen kannst. Und ich schätze mal, dass, wie hieß es, Silvadurigni ganz unten gebaut worden ist. Ja, natürlich ist, wurde das ganz unten gebaut. Deswegen, triggerst. Ich könnte da ja noch weiter nach oben duplizieren. Ich würde es halt nur nicht sehen. Ich verstehe. Also hast du doch nicht Mist gebaut. Um Gottes Willen. Gesundheit. Hast du doch nicht Mist gebaut. Naja, aber man möchte fast meinen, ich hätte es. Okay, das war jetzt aber trotzdem easy. Weil du ein Item mit reingenommen hast, das du nicht mit hättest nehmen sollen. Ja, Moment. Hast du ja doch Mist gebaut. Also das ist ein kleines Level, da darfst du keine Items mit reinnehmen, ne? Also. Das musst du schon gescheit verhindern. Ich schick dir nochmal eine Conan-Version. Ah, okay, ich dachte schon. Ich schick dir nochmal eine Conan-Version, da setze ich überall 3 Milliarden Mancha hin, damit du ja nicht irgendwie irgendwo was reinnehmen kannst. Ja, also sonst wird es doch verhindert, wenn man Yoshi mit reinnehmen konnte, durfte. Hättest du zuerst das Level hier gespielt, hättest du gar kein Yoshi mit reingenommen. Das ist wohl korrekt, okay. Also dann darf ich das nicht machen. Diese Aussage ist übrigens auch inkorrekt, weil Chosen die Level so verändert, verlinkt hat, dass du ja mit dem Secret Exit, wofür du den Yoshi brauchst, im Level davor direkt in das Level hier reinkommst. Ja. Ja, sehr schön. Ich kann auch nicht machen. Chosen ist schuld. Chosen hat die Overworld gemacht. Es ist seine Schuld. Alles seine Schuld, nicht mein. Dass ich das Level so gebaut habe, ist alles Chosen schuld. Das heißt, er fällt vertikal, solange er keinen Ground berührt. Und moved nur deswegen jetzt horizontal, weil er schon Ground berührt hat. Genau. Ja, okay. Was will ich mit dem anyway? Ich will, dass der hier drüben wahrscheinlich reinläuft. Aber warum ist denn da so viel Zeug? Ich habe das Level doch gerade schon geschafft. Ach komm schon. Ach komm schon. Da ist viel zu viel Stuff. Also alles, was ich dann will, ist doch eigentlich wieder hier die Coinsnick auslösen und dann hier an den grauen, blauen Pieselchen rankommen. Ja. Und dafür ist da so viel Zeug. Ja, es ist ja nicht viel, was du erreichen willst. Du hast nur sehr viele Items, mit denen du das irgendwie halt umsetzen willst. Jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass er... Wohin will ich, dass er fällt? Ich will nicht, dass er da... Was will er? Was soll ich denn da unten mit dem? Dann ist er mir auch überhaupt nichts. Na, sag mal. Sag mal. Muss doch möglich sein, da runter zu gehen, ohne die Blume einzusammeln und... Ja, danke. Mach kaputt. Danke. Mhm. Was? Das ist doch alles Deko hier. Was will ich denn mit den Dingern? Ja. Du bist auch doof. Geh doch weg. Weg, ich will dich nicht killen. Es wird gleich noch eine Sache am Level verändert. Ich sehe es doch. Ist okay, Conan, spiel ruhig weiter. Was habe ich getan? Bisher anscheinend nichts. So, ist verändert. Aber ich könnte etwas tun, wahrscheinlich, wenn du das schon so sagst. Es ist schön, dass du Luna Magic nebenbei offen hast.
Ja, damit ich die Level sehen kann und direkt was verändern kann, wenn ich sehe, dass Conan wieder alles kaputt macht. Hä? Habe ich jetzt schon was kaputt gemacht oder habe ich nur die Position dazu? Ich weiß es nicht, weil ich gerade in Luna Magic war und nicht gesehen habe, was du gemacht hast. Nee, du hast ja gerade gesagt, du veränderst etwas, also musst du schon was gesehen haben. Was will ich denn? Was will ich denn mit dem... Ich muss doch irgendwo einen Yoshi herkriegen. Bist du denn da hochgekommen? Wo? Hier? Ja, wie bist du hier hingekommen? Ja, hier durch die Wolken. Oh. Ja, okay. Das mag offensichtlich erscheinen, so offensichtlich, dass ich das gar nicht sehe. Wie soll ich denn da sonst hochkommen? Auf andere Weise. Oh, das jetzt weiß ich, den hier will ich, um... Okay, das habe ich verstanden. Ach, ich bin doch blöd, der ist doch oben, der Char. Das Level ist absolut doof gebaut. Ich glaube, man merkt, dass es eins der Level letzten Levels war und sozusagen eine Last-Minute-Produktion. Nee. Nee. Man kann halt nur unendlich viele Sachen breaken. Ja, bisher verstehe ich noch nicht, dass ich was gebreakt habe, aber... Ja, ich verändere die Sachen einfach so, dass du es nicht mehr breaken könntest und alles ist gut. Du musst es ja nicht nochmal spielen. So, mach jetzt kaputt hier. Danke. Ah, Moment, jetzt kommt der da raus. Das ist ja auch interessant. Können wir jetzt? Das wird jetzt aber irgendwie... Was willst du denn machen? Ja, ich will dich hier kaputt machen. Ja. Da komme ich jetzt aber trotzdem da nicht durch. Doch, mit dem Stern. Ah, Mensch. Hattest du Dino getroffen? Ich verstehe absolut noch nicht, was das Level mit den Rhinos zu tun hat. Wie komme ich... Fuck. Und noch eine Break-Möglichkeit entdeckt. Echt? Ich sehe jetzt gerade keine. Ja, ich bin gerade in Luna Magic und habe noch eine gesehen. Ach doch, ich weiß, wie ich wieder zurückkomme. Ich kann ja hier oben raus und dann werde ich einen P-Switch dabei... Aber ich habe ja keinen P-Switch dabei. Gut, den kriege ich vielleicht noch. Was war jetzt da hinten? Da waren Pilze, ne? Genau. Also dafür, dass du gerade ein Level mit unendlich vielen Break-Möglichkeiten spielst, bist du relativ neutral gehalten, weil eigentlich müsste es ja dein Paradies sein. Ich verstehe, was ich mit dem Rhino will. Und ich verstehe, dass ich keine Levels mehr auf die letzte Minute bauen sollte. Komm her. Komm mit. Komm schneller mit. Geh nicht alle... Mach das doch jetzt nicht alle 5 Sekunden. Ach, das macht alle 5 Sekunden. Du springst aber jetzt schon hier hoch, oder? Danke. Ich bin hier. Bitte hoch. Danke. So, jetzt aber zicki-zacki hier. Huch! Noch nicht. Jetzt aber zacki-zacki. Das wird sonst ein Problem. Hilfe. Go! Mach schneller, go. Zack. Was? Ah, oh, okay. Hallo, Sweets. Dann ist hier ein Yoshi drin, oder was? Da ist ein... Was? Ein Schlüssel. Ja, okay. Ja, meinetwegen. Da muss ich mich aber ein bisschen hetzen hier.
Es wäre besser, wenn der blaue Cooper dann nicht im Weg stünde. Hast du schon mal vorbereiten können. Für die Originalwesen. Ich hatte doch gerade eine Möglichkeit, ihn zu killen. Übrigens kannst du da jetzt auch nicht mehr lang laufen. Also du kannst das noch, in der nächsten Version kann man das nicht mehr. Hier kann ich nicht mehr langlaufen. Nein, das sind jetzt Todesblöcke als Boden. Wieso hast du denn überhaupt da die Wolken hingesetzt? Wie wär's? Ich zeig dir im nächsten Part, du spielst das Level im nächsten Part nochmal und ich sag dir einfach, was du machen musst, um die gedachte Originallösung zu spielen. Sehr gerne. So, na dann ist doch... was will ich denn mit der Blume überhaupt? Die brauche ich doch jetzt auch nicht mehr. Die Blume war ursprünglich mal anders positioniert. Oh, das reicht nicht. Kacke. Dann musst du noch ein Stück schneller sein. Aber dann ist er nämlich unten und dann komme ich da an den Piesewitsch ran mit dem Schlüssel und dann ist alles easy. Nee, Moment, ich komme da nicht mehr raus. Ach nee, das ist ja nichts, wo ich rankomme, das will ich ja nur auslösen. Ist alles gut, wenn du jetzt die Blöcke wegkriegst von der Decke. Du musst halt etwas schnell sein. Ganz schön flott. Aber auch hier keine Kaizo-Geschwindigkeit. Go! Okay, jetzt war irgendwie viel mehr Zeit. Ja, jetzt warst du zu weit oben, wie es scheint. Wow. Jetzt war viel mehr Zeit. Na gut. Please! Dankeschön. So. Es wird spannend, ob du das schaffst. Krieg ich hin? Das ist ja lang genug. Danke. Aber stimmt, da habe ich nicht nachgedacht. Aber ich spiele ja auch, da muss ich nicht nachdenken. Das könnte man auch verlangen, dass man hier von rechts ins Ziel rein muss, indem unten einfach irgendein Todesblock hinsetzt. Gut, dann erfahren wir nächstes Mal abermals, wie es denn richtig gegangen wäre. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ciao.